Ein bisschen Bange habe ich schon, weil sie sind jetzt schon ziemlich dicht. Also ich weiß ein Ort, wo eigentlich fast immer was los ist, aber wollen wir da hin? Ja. Ja, dann müssen wir erstmal wieder umdrehen. Oh. Wo willst du denn hin? Wenn du sagst, wo willst du dem Ort, wo immer was los ist? Wo ist, wäre das? Wenn du auf der Karte guckst, bei den Twins. Bei den? Twins. Ganz links. Okay, wie heißt der Ort? North und South Twins. Ah, Twins. Ah, da waren wir doch gerade eben. Ja, eben. Und wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei Spirit Pond. Ja. Spirit. Ah, Pond ist das nicht Pant. Band. Pant. Pond. Okay. Pond. Spirit, ja, da bin ich, ja. Okay. Wir können auch zum Hidden so langsam mal laufen. Was ist denn eigentlich East Swamp? Also Sümpfe ja, aber ist das was Großes? Ja. Was Besonderes? Geht. Also da würden wir zulaufen und von da aus dann zu Hidden und die Duo, weil da ist auch immer sehr viel los. Mhm. Gucken wir, was unterwegs ist. Achso, wollen wir den Dino da killen und essen? Oder geht der denn da? Hast du was? Hast du nicht gehört eben? Nee. Hier war eigentlich ein kleiner aber Ziratops. Ja. Oh, machen wir klar. Mampfen wir jetzt mal was. Frage, wo er ist. Nochmal ein Laut. Da links sauber. Zog mir voll. Der ruft mich auch. Oh, ah, das war ein Oro. Mal sehen, was wir entdecken. Also die Entwicklung der Dinos, das gefällt mir. Das ist ein, ich wollte sagen, das ist ein Dino im Wasser, das ist eine Pflanze. Huh? Was war das? Taco. Oder was meinst du? Was gesehen? Nee, ich habe was gehört. Ja, ich habe eben noch eine KI gehört. Ja, eine KI. Nee, ist auch nicht das. Ich habe gerade eben ganz nah was auf der anderen Insel, auf der anderen Seite gehört. Vielleicht ein Frosch? Oh nein, es fängt an zu regnen. Machst du das? Ja, ich bin gesprungen. Ich kann einmal normal laufen wegen meiner Ausdauer. Oh, falsche Taste. Ah, auch falsche Taste. Dann laufen. Ja, wir müssen mal ganz kurz Pause machen.
sind manchmal im Hintergrund so ganz komische Grafikfehler oder Grafikbewegungen. Die sehen sehr eigenartig immer aus. Okay. Also ich hab die nicht, also. Auch total fies in die Richtung, in die du deinen Kopf bewegst, in der, dann hörst du auch besser. Ja? Ja. Das ist cool. Das gefällt mir. Hast du schon mal das Spiel... Hast du schon mal das Spiel Collision Course gespielt? Nein, auch noch nichts von gehört. Auch noch nichts von gehört? Okay, man kennt vielleicht Collision Course aus Ice Age. Ice Age Collision Course, so heißt der letzte Teil, glaube ich. Es gibt ein Dinosaurier-Game, das heißt komplett einfach nur Collision Course. Das habe ich vor 4 Jahren habe ich das mal Let's Played. Da war es noch in der Pre-Alpha. Das war gut. Das muss ich dem Entwickler lassen. Eine einzige Person macht das. Ach, war das, wo man von oben guckt? Was du mal gespielt hast? Nee, da spielst du einen Menschen. Da spielst du einen Menschen in der Ego-Perspektive, wirst dann ein bisschen Gefängnis, ein Sträfling. Das ist ein Gefängnis. Und du wirst als Sträfling so gesehen auf eine Dinosaurier besiedelte Insel abgeworfen und musst da überleben. Wenn du tot bist, bist du tot, Pech gehabt. Und die Dinosaurier, ganz besonders der T-Rex, die Bewegungen, die waren so ultra gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, die sind vor 4 Jahren besser, die sind immer noch besser als alle anderen Dinosaurierbewegungen, die ich bis jetzt gesehen habe. Okay. Dann hat der sich aber so ein bisschen leider... Also, Updates kommen, aber nur sehr, sehr wenige. Er hat sich so ein bisschen vertan. Also, er ist dann weiter in die Richtung Sträfling gegangen. Sträfling und... Ah, okay. Und weniger Dino. Und Dinos kamen auch dazu. Aber ich habe das mal, also wie gesagt, Let's Plays. Du müsstest es dir mal angucken einfach. Die erste Folge ist schon geil. Ja. Da sind die Leute auch richtig, sagen wir mal, abgegangen auf dieses Spiel. Aber im Nachhinein, es ist nicht mehr so viel passiert in dem Spiel. Das ist immer schade. Ja, da sind zwei große, Achtung. Oh, cool. Ja. Ja, ich sehe es jetzt auch. Die können mich aber nicht sehen. Gehen wir mal ins Gebüsch hier vorne. Doch, ich glaube, die haben uns gesehen. Meinst du? Machen wir uns so, ja. Komm mit. Anders. Ja, die. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Rennen. Ja, die sind auch schon in Ducken. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Das sind zwei Rechse, übrigens. Ja? Ich würde sie ja gerne mal sehen, aber kann sich hier nicht drehen. Wir können uns versuchen, daran zu schleichen, aber sind hier oben an einer Klippe? Oh nein, die kommen hier hoch. Uiuiui. Ehrlich? Lauf. Wo siehst du die denn? Ich wollte gerade ein bisschen näher rangehen, damit wir die uns angucken können. Oh, hier ist der See. Da können wir auf der Seite vorbei. Aber ich sehe sie nicht. Gute ist, wir haben deutlich mehr Ausdauer als die. Ich sehe sie aber immer noch nicht kommen. Was sehen ich nicht. Bin noch im Busch. Sollen wir nochmal hin? Oder ist sie denn Leben lieb? Du wolltest ja andere Dinos hier angucken. Wir sind 80% bin ich bei Erwachsenwerden-Stufe. Wir müssen aufpassen, die könnten jetzt hier in den Bäumen liegen und auf uns warten. Meinst du, die meinen, dass wir nochmal wiederkommen? Wechsel haben einen ziemlich schnellen Sprint, also... Ja, muss ja im Zickzack laufen, wird schon gehen, wir kennen das. gucken uns die Dinos jetzt mal hier an. Auf nicht so nah am Busch. Weil zur Not können wir einfach schwimmen, weißt du? Ja, die sind aber besser im Schwimmen. Ja, aber wir haben mehr Ausdauer als die. War nicht schon ausgewachsen? Versuch nicht so viel zu sprinten, damit du noch genug hast zum Wegrennen, ne? Okay. Waren die schon ausgewachsen? Nein, das war ein kleiner, also Sub, also eine Stufe vor dem Ausdauer. Da hinten sind sie. Oh, die sind gar nicht hinter uns hergelaufen.
Ich stack immer hier. Guck mal, ich komme schon wieder nicht raus hier. Ich stack hier in alle Ecken hier. Das Spiel. Wo siehst du, sehe ich sie denn nicht? Die sind da hinten einfach weitergelaufen. Hm. Oh Gott. Du willst wissen? Wir sind schneller als die. Also hier sind die ganzen Charakter-Dino-Modelle alle an Jurassic Park so ein bisschen angelehnt. Auch die Geräusche, die sie machen. Wo sagst du, sind die lang gelaufen? Einfach da geradeaus? Unten. Geradeaus, ja. Ja, ich war nämlich gerade hier und wollte gucken und dann kamen sie nämlich hier gerade hochgelaufen. Die konnten da hoch? Ja, da vorne hier können sie wohl noch laufen. Da hinten sind sie, da hinten laufen sie am Fluss entlang. Siehst du sie? Ach, da ganz hinten, ja. Hören die uns? Ja, die hören uns. Komm, ich geh die ärgern. Ich finde das lustig. Das ist aber auch lustig, ne? Wäre doch mal geil, wenn wir jetzt so als kleinen Zwerge so einen großen killen könnten. Muss aber lange beißen. Ja? Ja. Müssen wir durchs Leder beißen. Ich glaube, der Rudel vielleicht, ja. Hä, wo sind die hin? Ja, die sind bestimmt im Busch. Wo zum Geier sind die hin? Die waren noch weiter hinten, oder? Ach, da sind sie ganz nah direkt vor uns im Busch. Guck mal ganz geradeaus, guck mal. Siehst du? Auf unserer Seite? Ja. Dann geh in Sprint. Sprint-Modus, weil, Ich geh in den Berg da hoch. Guck mal, wo ich hingucke. Da hinten zwischen den Bäumen sind sie. Aber nur einer. Achtung, ich sehe nur einen. Yeah, so gefällt mir das Baby. Komm her. Die machen wir fertig. Und wenigstens ärgern wir sie ein bisschen. Aber wo ist der andere? Wo ist der andere? Ja, aber du musst erst mal kommen. Ich habe nur einen gesehen. Der ist aber jetzt auch verschwunden wieder. Da hinten läuft er. Okay. Einer läuft da hinten. Einer. Der ist schon tot. Ich vertraue mir. Ich und meine Skills. Sagt er, er beißt sein Nähd. Ja, das ist immer krass. Also das erste Mal war wirklich ein Biss von mir. Das kann ich ganz, ganz klar bestätigen. Wusste ich nicht, dass es Teambeschuss gibt hier. Teambiss. Ja, klar. Also, wir sind natürlich jetzt, ich bin jetzt natürlich in der unvorteilhaften Position. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, toll. Problem ist, T-Rex haben immer Hunger. Das ist gut. Dann sind sie gut genährt, dann können wir sie essen. Oh, hast du den Hochkrabbeln sehen? Die Hochkrabbeln habe ich sie nicht, nein. Ich würde nur von der oben Position, du High Ground, du kennst das doch, PvP High Ground. Okay. Oh, die sind hinter uns, guck mal. Hinter uns. Ach, da unten, uiuiui. Das sind zwei Lexen. Ich habe mit Dex nicht gerechnet. Der ist ein Nimmersatt und ihr seht aus wie zwei große Schokoladentafeln. Die haben aber den Liebkoll gemacht. Oh, hinter uns war was? Waren das die eigentlich? Wo sind die hin? Die sind da unten im Busch lang reingelaufen. Ja, sind aber stehen geblieben.
Nee. Sicher? Aber hinter uns habe ich gerade eben noch was gehört. So, und das war nicht die KI. Nein, willst du die jetzt noch weiter verfolgen? Nee, nee, nicht mehr. Ich wollte sie einfach eigentlich mal sehen und mal gucken. Wenn, hätten sie angegriffen, wäre cool gewesen. Aber Liebcall, muss man ja lieb sein. Ja, muss man nicht, aber ja. Wir versuchen ja so ein bisschen Dinosaurier-Roleplay zu machen. Oh. Hallo, 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 hallo. Ich weiß zwar nicht, wie man als Dinosaurier Hallo sagt, aber hallo. Ich mach mal hier, hallo. Hallo. Miau. Ich wollte sie eigentlich so ein bisschen necken. Also ich denke mal, ganz, ganz am Anfang der ersten Folge, wo der andere Dino mich ja auch killen wollte, hat es ja nicht geschafft. Ich bin ja die ganze Zeit um den herum und rum und an den Bäumen und auf den Steinen drauf und der ist irgendwie immer dagegen gelaufen. Das hätte ich dann auch mit ihm gemacht. Oh, ist weggegessen, das Zeugs? Ja, da gibt es auch Rippen. Die können wir noch essen. Also ach, wir okay, können noch essen, alles was größer ist, als wir können, das nicht mehr essen. Ah, okay. Gut, es wird wieder Nacht, also es wird wieder schrecklich. Schön. Schreckliche Nacht. Ja. Sieht aber schön aus, wie die zwei, die hier sitzen, ne? Ja, vor allem, wenn man auch nichts. Ich die Kopf bewegt, dann bewegen die ja trotzdem zwischendurch mal ihren Kopf. Mhm. Mal gucken. Ja, schon ein schönes Spiel. Haben sie gut hinbekommen. Das andere Dinosaurier-Game, wo ich ja auch drauf stiere, was ich auch unbedingt spielen möchte, da gibt es übrigens Flugdinosaurier. Oh, und Wasserdinosaurier. Wie Mosasauren also, und sowas. Cool. Da gibt es Quetzsäle, da gibt es Pteranodons, ach, da gibt es so vieles. Kann man sich dann auch einfach einen aussuchen oder wie funktioniert das? Das weiß ich nicht. Achso. Das weiß ich nicht. Eins von den Games ist schon lange draußen. Das heißt Saurian. Oder Saurian, hat keine gute Bewertung bekommen, weil das Spiel ziemlich früh auf den Markt gebracht worden ist. Viel zu früh. Und es gab damals noch viel zu viele Bugs. Die Grafik war noch, naja, das ganze Gestell hier, das ganze Gerüst, das ganze Fauna und sonst was, ist alles noch nicht fertiggestellt worden. Es sah eher scheiße aus als schön. Und dann kam noch dazu, dass die Dinos nicht wirklich fertig waren auch noch. Und dann hast du so einen Pteranodon geflogen und der wollte nicht landen. Du konntest nur fliegen. Und konntest nicht mehr landen, konntest nicht mehr essen, konntest nicht machen. Du bist nur fliegen. Und das war alles so ein bisschen buggy. Und das hat das sehr, sehr, sehr großen Shitstorm bekommen, dass The Isles so gut funktioniert und das so schlecht. Wobei ja, die Ideen eigentlich ganz gut waren. Aber die Entwickler haben sich da eigentlich, glaube ich, nicht so sehr beeindrucken lassen und einfach weiter programmiert. Also es läuft noch, das Spiel kann man sogar noch kaufen. Ist aber auch noch alles Early Access. Halt die Frage, was es kostet. Das ist so ein bisschen schade bei Early Access. Die Leute bringen so halt so ein unfertiges Spiel, weil sie einfach das Geld, ne, brauchen wahrscheinlich und dann... Also ich finde es ja okay, wenn du Geld brauchst für eine Entwicklung eines Games. Vollkommen ja, okay, so soll es auch sein. Aber dann darfst du echt keinen Vollpreistitel machen. Also ja, 20 Euro, oder 30 Euro. Oder von mir aus kostenlos ist oder sowas. Ne? Ja, also es reicht aber ja... Aber dann verdienen sie kein Geld damit. Ja. Notch hat damals mit Minecraft 4,99 Euro verlangt. Und da hat er auch gesagt, das Spiel ist noch nicht fertig, das ist Minecraft, da gibt's Blöcke und wir haben gerade insgesamt nur 15 Blöcke oder 10 Blöcke, die man als, noch nicht mal, ich glaube nicht mal 10 Blöcke gab es damals, als ich das damals gekauft habe für 5 Euro, gab es das glaube ich noch gar nicht, die ganzen, ich glaube Erde, Stein, Cobblestone, Sand und sowas, also und Kies, sowas gab es, aber nicht wirklich viel. Kein Redstone und so ein Quatsch, das kam alles noch später raus. Und trotzdem ist der Multimilliardär geworden mit dem Game. Ja. Also man muss nicht. Also ich finde das immer ganz gut. Du bietest das Spiel an für 5 Euro zum Beispiel. Hier sowas. Okay. Ja. Und dann sagst du den Leuten, du kannst gerne Pakete kaufen und uns unterstützen.
Das kostet das Paket, keine Ahnung, 15 bis 60 Euro oder 100 Euro. Dann kriegst du von mir einen Skin oder sowas. Oder von mir so eine Schelle an. Oder wirst halt in den Credits erwähnt oder so. Oder sowas. Und die Leute machen das trotzdem, weil erstmal unterstützt du. Zweitens hast du vielleicht den Pre-Download für das fertige Spiel. Dann kriegst du vielleicht noch irgendwie ein Artbook oder sowas. Das ist ja kein Problem für die Entwickler. Also die machen sowieso so ein Artbook. Muss ja gemacht werden. Und sowas finde ich ganz okay. Anstatt Vollpreis machen und dann auf Ewigkeiten in der Early Access zu bleiben und dann nie da rauszukommen. Ja, richtig. Also ich will da jetzt nicht böses erzählen, da ich ja nicht wirklich viel weiß von dem Game. Also wirklich viel weiß heißt, ich habe das Spiel ja noch nicht gespielt, aber zum Bleistift Star Citizen. Hast du schon was davon gehört? Ja. Das ist ja so ein... Das ist also, nein, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist noch kein fertiges Spiel. Und das hat den Donation Goal schon lange überschritten. Also die Leute haben mehr gegeben, als sie mussten. Viel mehr gegeben. Und das Spiel ist noch nicht fertig und es wird noch Ewigkeit nicht fertig werden. Und noch nicht mal ansatzweise fertig. Und das ist so brutal groß und das Spiel kostet sogar noch was. Und dann kostet dann noch so Pakete mit Raumschiffen kosten noch was. Es ist alles, du kostet und kostet und kostet. Jetzt wird natürlich irgendjemand sagen, der großer Fan ist, nächstes lad mal die Klappe, du kennst das Spiel doch gar nicht, also laber keinen Scheiß. Also ich habe ganz viele Freunde, die spielen das Spiel. Die sagen, das ist ein gutes Spiel. Und das glaube ich, weil ich verfolge das auch manchmal bei jemandem im Stream. Aber ich finde das so krass. Du hast schon, keine Ahnung, beim Kickstarter mitgemacht. Du hast schon Geld gegeben. Du hast dann, da musst du noch Pakete bezahlen und dann, also Pakete für Raumschiffe und da musst du noch so viel. Also es geht irgendwie, glaube ich, nur noch um Geld irgendwie, das Ganze. Also das Spiel wird schon weiter gemacht, aber es ist viel, viel Geld, was da verloren geht. Also reingesteckt wird. Das finde ich nicht in Ordnung. Viel zu viel. Also wo es schon eine Abzocke dann irgendwann ist, ne? Also ich habe das Gefühl, also vielleicht derjenige, der das spielt, also intensiv spielt, der merkt das nicht. Und das ist auch okay so, weil als ich damals WoW, World of Warcraft gespielt habe, war das World of Warcraft auch eines der ersten Games, die dieses Abo-Modell hatten. Also nicht ersten Games, aber so einer der einzigen Games, die wirklich dieses Abo-Modell ziemlich stark genutzt haben. Und da haben die auch gesagt, ey, Abzocke, was, du bezahlst jeden Monat für ein Spiel, was du gekauft hast. Kann man ja... WoW ist aber auch eines der wenigsten Games, die seit Jahrzehnten eine immer veränderte Story entwickeln und die Story auch jedes Mal irgendwo auch immer was Neues bringt und fesselnde Charaktere bringt, an die man sich erinnert. Ja, das Universum Warcraft ist natürlich riesengroß und gab es ja schon, brauchten sich nur dran zu halten an der ganzen Welt. Das Spiel ist aber bis heute immer noch ultra besucht. Mega viele Fans spielen das Spiel immer noch. Und ja, bis heute immer noch das Abo-Modell. Und das funktioniert immer noch. Es sind immer noch Millionen Leute, die das spielen. Du musst dann halt immer die neuen DLCs kaufen, ne? Ja, okay. Und ich habe auch immer damals gesagt, ich habe ja WoW ziemlich lang gespielt. Was ist ein Schrei von NPC? Ja. Hast du Hunger? Nee, gar nicht. Ich habe dann immer mir selber gesagt, aber auch meinen Freunden, wenn die mal gesagt haben, ey, spiel doch mal mit mir was anderes nochmal. Oder du gibst ja die ganze Zeit nur Geld aus für WoW. Ja, aber das Abo-Modell hat mich 12 Euro gekostet. Und ein fertiges anderes Spiel hätte mich mehr gekostet. Und ich hatte aber trotzdem mit diesen 12 Euro immer noch mehr Spaß. Ja, ist so. Also hat alles geklappt. Also ich denke mal, bei Star Citizen läuft das genauso gut. Also ich aber als Neueinsteiger für dieses Spiel, weil ich habe mich auch mal sehr interessiert dafür, für das Spiel, fand ich das sehr unattraktiv. Die haben schon so viel, man hört, man liest ja auch sehr, sehr viel, dass die mehr oder weniger schon in Geld schwimmen. Aber, und dann kommt nichts weiter, weißt du? Ja doch, es kommt immer wieder mehr dazu, aber es ist, ich habe immer das Gefühl, dieses ganze Paket noch mal dazu kaufen. Warum denn? Gib doch mal den Leuten was. Ihr habt doch schon jetzt die ganze Knete. Dann mach doch mal so Free-Angebote für Neueinsteiger oder sowas.
Ja. Feuert. Aber ich sitze da jetzt nicht so in der Materie drin. Es gibt da bestimmt jetzt irgendjemand in den Kommentaren, der weiß das besser. Nee. Das soll auch besser wissen, wenn das weiß. Ich habe da jetzt... also ich sehe das ja als Neueinsteiger, von als Außenstehender, und ich fand das immer sehr unattraktiv. Ja, das ist blöd, wenn du ein neues Spiel anfängst und du wirst so reingeworfen und fängst, du hast keine Vorahnung und musst quasi von Anfang an dabei sein, um das Spiel überhaupt zu verstehen. Das ist ein sehr komplexes Spiel, fand ich. Aber super cool, also wenn du, ich war lange, lange Zeit mal so ein großer Fan von Star Wars und Weltallzeugs. Das bin ich schon nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aber, also ich würde es spielen, ja, aber ich bin nicht so großer Fan davon. Also es ist, damals bin ich total heiß auf sowas gewesen, jetzt schon nicht mehr. Wenn du sowas magst, das ist ja besseres geht gar nicht. Du kannst ein Raumschiff nur, also so gut wie nur mit 2 oder 3 oder 4 Leuten spielen, weil einer steuert, der andere schießt, der andere, ach irgendwie was. Das ist so ein Teamspiel. Warte mal kurz. Schlafen? Ja, ich will mal gucken, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich total verloren in der Dunkelheit. Gut, dass du mich als Navi dann hast. Ich wüsste überhaupt nicht mehr, wo wir jetzt gerade hingelaufen sind. Ah, okay, wir müssen noch ein kleines Stück. Also ich mache jetzt mal einen kleinen Cut, Leute. Wir haben jetzt genug gequatscht von irgendwelchen Games. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr dazu steht oder ob ihr vielleicht Star Citizen kennt oder sowas und das anders seht. Also, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir ein Stückchen weiter gelaufen sind.